Audio Post. Geklickt. Gehört. From Russia with Hacker Attack? Ja, seit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine haben wir schon häufiger darüber gesprochen. Über russische Cyberattacken. Und schon wieder waren Sicherheitsbehörden vor russischer Spionage. Von einer akuten Bedrohung ist sogar die Rede. Politisch wird versucht, Einfluss auf das aktuelle Geschehen zu nehmen. Dabei geht es heute wirklich immer um Information. Wer die Information hat, hat einen wichtigen Vorsprung. Wissen, das ist das heutige Gold. Erklärt Andreas Wiesler. Er ist der Inhaber der Firma Go Security und berät Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Er weiß auch, welche Ziele Hacker im Auge haben. Dort, wo wirklich Einfluss genommen werden kann. Zum Beispiel in der Politik, bei kritischen Infrastrukturen wie Energie, Wasser, Gesundheit, Essen, sowie natürlich bei möglichen politischen und militärischen Gegnern. Das Szenario reicht also von ganz klein bis ganz groß? Absolut, es kann beide Unternehmensarten treffen, egal ob klein oder groß. Je nach der Art des Angriffs kann es sogar leichter sein, bei größeren Unternehmen einzubrechen, denn mehr Systeme erhöhen auch die potenzielle Angriffsfläche. Bei kleineren Unternehmen ist die Gefahr oft groß, dass nicht alle Systeme immer aktuell sind und so ein Eingreifer ins Netzwerk eindringen kann. Als Experte für Computersicherheit weiß er, welche Gegenmaßnahmen bei einer Bedrohung sofort in Angriff genommen werden müssen. Ja, auch hier gelten die Grundanforderungen. Systeme müssen immer aktuell gehalten werden. Das heißt Software wie Betriebssystem. Ein Antivirenprogramm, Firewall nutzen und natürlich der gesunde Menschenverstand. Nicht einfach alles anklicken, wo die Maus drauf zeigt. Aber wie sehe ein Worst-Case-Szenario aus? Ist mit Anschlägen von großem Ausmaß zu rechnen? Wie schätzt Experte Andreas Wiesler die Lage ein? In der großen Breite nein. Beide Seiten sind auf einen Angriff vorbereitet. Dabei gibt es für alle viel zu verlieren. Ich vermute eher, dass der Fokus bei Cyberangriffen auf die Suche nach Informationen ist.